Was geht ab, Freunde der Sonne und des Geocachings? Hallo, ich bin's wieder, euer Guido, und ich nehme euch heute wieder mit auf Geocaching-Tour. Ich hoffe, ihr seid bereit und das Wetter spielt natürlich auch mit. Schaut mal, echt schöne Wolken und Sonne scheint. Und erstmal möchte ich alle neuen Abonnenten begrüßen. Grüße gehen raus an euch. Dankeschön. Servus. Und jetzt gehen wir mal rüber. Schaut euch mal um, wo wir hier sind. Wow. Ein Logbuch. Schaut euch das an. Voll heftig. Dann rollen wir mal die Riesenfahne wieder ein. Ja, nicht schlecht, ein cooles Versteck. Hier oben wieder rein und das Seil. Lassen wir auch verschwinden. Deckel wieder drauf. Und geschafft. Den ersten Cache haben wir schon mal gefunden. Hoffentlich spielt das Wetter mit. Fahren wir noch ein Stückchen weiter. Wir befinden uns hier irgendwo in Baden-Württemberg. Aber echt schön. Echt super schön. Wow. Also bis gleich. Beim nächsten Ort angekommen, mitten unter einer Brücke. Schaut mal. Und der Cache heißt irgendwie mit die Comic-Sammlung. Und schaut mal, hier oben gibt es eine kleine Comic-Sammlung. Und das Logbuch haben wir auch schon gefunden. Na, hätten sie ruhig in eine Dose stecken können. Ja, das ging aber schnell. Aber hierher zu finden war schon schwer, also wir mussten durch die ganzen Apfelplantagen fahren. So, wir haben uns eingeloggt. Legen wir alles wieder hier hoch zu den Comic-Käften. Sehr gut. Schaut euch mal um. Wir sind direkt unter einer Brücke. Machen noch ein paar Fotos und dann gehen wir weiter zum nächsten. Also bis gleich. Den nächsten Cache. Wir klettern ein bisschen. Schaut mal. Aber voll schön heute. Ich dachte, das App hat wieder ab Mittag Regen angesagt, aber bis jetzt regnet es noch nicht. Es ist voll warm. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich meinen Pulli ausziehe. Wir nähern uns immer weiter dem Cache. Hoffentlich rutscht der Stamm nicht runter. Muss ich wieder mich hier durchkämpfen. Au, au. Und weiter geht's.
So, jetzt sind wir ganz in der Nähe vom Cache und dann schauen wir mal. Yes, wir haben ihn. Schaut mal, voll gut. Ja, pass auf, alles nass. Wir haben ihn gefunden, den Corona-Cache. Zeig mal, voll witzig. Und wir gucken mal hier drinnen, was hier alles ist. Eine Sonnenbrille, ein Magnet. Ich mache ein Pokémon rein. Zack. Das ist echt eine schöne Arbeit, schaut mal. Voll cool. Ich glaube, wir machen noch ein paar Fotos und dann geht's weiter. Aber echt ein schöner Cache. Also, bis gleich. Jetzt in der Nähe von der nächsten Dose. Wir sind jetzt hier am kleinen Weiher, aber hier ist auch voll schön. Also echt, sieht ganz cool aus hier. Wow, eine heftige Wurzel. Hier drinne? Alter, ist geil. Okay, ich guck mal hier ein bisschen weiter. Ich zeige euch mal ein bisschen die Umgebung. Und die Wurzeln, aber echt schön. Wow. Hier ist noch ein Loch. Yes, wir haben sie gefunden. Hier ist die Dose. Ich zeig's euch mal. Offizieller Geocache. Das Logbuch auch schön neu. Nicht schlecht und vor allen Dingen trocken. Das ist immer die Hauptsache. Dann lassen wir mal einen Stempel da und Datum von heute. Einmal frei. Ich glaube, wir lassen noch einen Aufkleber da. Los. Und ich mache noch einen kleinen Pokémon rein. Ja, ein kleiner Pokémon. So. Dann machen wir die Dose wieder zu. Hört ihr die Vögel zwitschern? Und gut versteckt wieder. Yes, sehr gut gemacht. Da drinnen liegt's. Einmal frei. Und jetzt berühre ich für euch den Zaun. Ich habe Angst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir machen Schluss für heute. Lasst ein Abo da und ein Like natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und ciao, Freunde. Bis zum nächsten Mal.